Herzlich willkommen auf der Zürcher Schlachtbank. 3 Punkte, 5 Goal. Es gibt nichts mehr zu sagen. C'est un bon match pour nous, pour moi aussi. Bon retour avec un but, un assist. C'était un match difficile parce que c'était un match piège aussi, car on a une semaine difficile et il faut avoir les 3 points, surtout dans notre terrain et devant nos fans, pour avoir un coup de pouce sur le plan moral et tout, pour continuer sur la même manière. 5-0 c'était bien, aussi pour ceux qui ont marqué, pour Eric, pour Chombi, pour aussi Duric. Ce but-là, je donne un cadeau pour les Tunisiens et j'espère continuer comme ça. Heuer Steinköpsig mit dem FC Zürich. Es ist Zeit, dass man ein Zweiter kommt. Wir sind auf unserem Weg und wir machen das gut. Und wir wollen dranbleiben bis zum Schluss. Ob jetzt Meisterschaft oder Cup. Und sie haben auch Marken gesetzt, das wissen wir. Und sie haben jetzt geschlagen. Es ist eine Revanche fällig. Basis sind natürlich ein andere Kaliber, die auch vorne mitspielen. Und wir probieren es so weiterzumachen wie heute. Ja, es war wirklich schön, dass wir heute zu 0 können spielen und eben, ich bin in der Zone fast keine Chance zugelassen haben. Und eben, es zeigt, dass jeder nach hinten auch arbeitet und ja, zu 0, das ist immer das Beste. Es ist immer einfacher, wenn man 2-3-0 in Vorsprung ist, als wenn es noch 0-0 steht. Und ich denke, die ersten 2 Goals haben uns sehr, sehr geholfen, dass wir beruhigender können Fußball spielen und den Paulo laufen. Es ist natürlich wunderschön, wenn man in die Mannschaft zurückkommen kann und wenn man dann gerade noch 5-0 gewinnt, dann ist natürlich das fantastisch und ich bin sehr zufrieden, dass wir so souverän den Sieg heute einfahren können. Absolut, wir haben das gut verstanden. Wir wissen, wir haben ein grosses Kader, ein gutes Kader und von dem her hat das ideal gepasst heute und wir hoffen, dass es kann so weitergehen. Und jetzt sind wir natürlich parat und heiß für am Mittwoch gegen IB. Ja, das ist sehr wichtig für uns, zu 0 spielen und ich denke, wir haben gut gespielt. Wir waren aggressiv, wir waren kompakt, die Torchance, wir haben ein Tor geschossen und wir waren gut Ball halten und das ist sehr wichtig für uns und wir haben Vertrauen für dieses Spiel gegen IB am Mittwoch. Schön, dass ihr gekommen seid und der Heimweg ins Tessin wird jetzt umso länger, auch wenn man Geburtstag hat. Happy Birthday, Mauro Lustinelli.